Der Porsche Carrera Cup gilt als Deutschlands schnellster Markenpokal. Obwohl alle Autos technisch gleich sind und über eine identische Leistung von 450 PS verfügen, bieten die Rennen immer eine Menge Kurzweil. Bei den beiden Läufen auf der Nürburgring Grand Prix Strecke war das nicht anders. Hier sind die heißesten Szenen. Anschnallen und festhalten. Es geht rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ein ganzes Rudel der schnellen 911er miteinander um Positionen kämpft, dann kann es passieren, dass die Rennstrecke nicht mehr ausreichend Platz bietet. Aber selbst vor kleineren Offroad-Ausflügen haben die Carrera Cup-Piloten keine Angst. Bremsen? Warum? Das Rennen am Samstag konnte René Rast für sich entscheiden. Am Sonntag war Niki Thiem der Schnellste. Wir sind mit 11 Punkten Vorsprung hergekommen. Jetzt reise ich mit 15 Punkten Vorsprung ab. Mehr als zufrieden. Also hätte ich mir vor dem Wochenende natürlich genauso gewünscht, wie es jetzt ausgegangen ist. Schon eine Woche später stand eine weitere große Herausforderung auf dem Plan. Der ultraschnelle Dünenkurs im holländischen Zandvoort.